Du, Fräulein. Ja, was ist denn? Ich habe Bericht erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich... Sieht schlecht aus, Affen. Du hast dich aber nicht mit irgendwelchen Rebellen verschworen, oder? Was? Nie im Leben. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Kinder, deren Eltern zum Arbeiten am Flutlicht geschickt wurden. Ist das so? Ah, das habe ich alles schon mal gehört, junge Dame. Ich schicke dich zum Flutlicht, weil du ohne Erlaubnis rausgegangen bist. Du kannst dort deinen Eltern erzählen, wie es ihren Kindern geht. Nein, bitte. Wer kümmert sich dann um sie, wenn ich nicht mehr da bin, um ihnen zu helfen? Nicht mein Problem. Dich hat auch niemand darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit. Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden. Das ist doch irre. Hier ist eine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann meld sie ebenfalls. Aber natürlich. Vielen Dank. Hey. Weißt du, was du da gerade getan hast? Hä? Elfen? Nein. Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmerte sich um Kinder ohne Eltern. Und? Was hat das mit dir, mit mir zu tun? You? Wie kannst du? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt, weißt du? Sie kamen in einem bärmlichen Zustand zurück. Sie schaffen es nicht zu arbeiten und Essen zu besorgen, also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runden zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Da füttere uns. Komm schon, besorg uns was zu essen. Ich warte, verdammt. Mann, ich hätte nicht so rumschreien sollen. Helfen. Sorry. Tut mir leid, Rinwald. Lass uns verschwinden, wir müssen ein Reich retten. Und Seffe. Ich glaube, die Person da habe ich hier noch nie gesehen. Sind wir... Nein? Schwester, warum wurden Mami und Papi weggebracht? Haben sie was Böses getan? Nein, haben sie nicht. Mami und Papi haben nichts Falsches gemacht. Merkt ihr das? Wir sind von da... unten gekommen. Ah, okay, wir wurden vorgeworfen. Gucken wir mal in die Gasse, was es hier gibt. Sicher auch ganz viel tolle Stimmung. Okay. Nachbarkarte betreten. Verlassener Durchgang. Ich würde jetzt erstmal hier noch bleiben, am Hauptplatz und mich hier noch ein bisschen umsehen. Ich nehme an, früher oder... Ah, da müssen wir rauf. Schau dir den Typen an, der zittert ja vor Angst. Ist die Kälte der einzige Grund, warum du zitterst? Na? Bitte, habt Erbarmen. Ich habe nichts getan. Ich wäre vielleicht etwas großzügiger, wenn du mir einen Tipp gibst, wer hier was im Schilde führt. Du kannst mir im Hauptquartier alles erzählen. Du willst doch nicht im Flutlicht landen, oder? Mette Kerlchens. Hier kommen wir nicht durch, oder? Dieses Tor ist gesperrt. Wer näher kommt, wird verhaftet. Das dachte ich mir. Richtung Gasse oder Richtung Seffe? Nee, nur ein Stein. Ich würde noch einen Blick in die Gasse werfen, ehrlich gesagt. Yippie! Yippie! Wir werden ja hoffentlich wieder hochkommen. Gehen wir mal hier lang. Wisst ihr, wo wir sind? Ich denke ja.
I hear a voice. Oh. Somebody's asking for help. Hopefully ja. It's nothing that'll be too hard to deal with. Gucken wir mal. Stimmt was nicht? Könnte man so sagen, ja. Kennst du den Geheimweg, der Zyslodeen mit der Außenwelt verbindet? Tja, auf meinem Rückweg habe ich draußen vor dem Eingang etwas Essen fallen lassen. Der Geruch hat Zeugel angelockt und jetzt ist es zu gefährlich, den Weg zu gehen. Es bringt auch nicht viel, mit Bregon darüber zu sprechen. Bei den Silberschwertern sind alle zu beschäftigt. Hey. Wir kümmern uns drum. Das klingt wie ein echtes Problem. Der Weg in die Stadt ist im Moment der einzige Ein- und Ausgang in die Stadt, oder? Findet man jetzt auch direkt auf dem Weg Zeuge? Zum Glück noch nicht. Sie treiben sich nur am Eingang herum. Warum? Hast du vor, für Abhilfe zu sorgen? Ich weiß, es ist eine große Bitte, aber... Right. Schon gut, wir kümmern uns um sie. Wir können uns nicht leisten, es zu ignorieren. Vielen Dank. Ich bin euch echt was schuldig. Aber passt gut auf euch auf. Da wimmelt es nur vor garstigen Zeugels. Alles klar. Versammlung der Zeugel. Der gerade angenommene Quest Anzeige Priorität geben. Jo. Den werden wir kurz mal zwischendurch erledigen. Siege Eiswurf, Berserker und Killergurke. Ja, in dem Fall würde ich es mit... Was waren es noch gleich? Ich glaube, es waren Frettchen aus okay, Roger Rabbit halten. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nicht? Doch, wisst ihr? Dieses eine große Zitat? Das wohl wichtigste Zitat aus dem ganzen Film? That looks like the Zugel we were told about. Jetzt wird das Kaninchen umgebracht. Komm mal hier, Kleiner. Dankeschön. Nummer 1. Und Nummer 2 wird etwas schwieriger, glaube ich. Alter. Das sollte etwas helfen. Und sage ich ja, dass wir mal ein bisschen... Das hat auf jeden Fall nicht geschadet. Puh. Die Berserker geben eigentlich... Ernsthaft? Immer noch ganz schön aus. Da ist das Gegürk. Hallo? Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Ich wollte nur zuerst Äpfel pflücken. Und yes! Das war die ja hier. Und das war die Gurke. Das ging ja unter einem Mal aufwaschen. Sehr schön. Die restlichen Sachen werden wir jetzt aber nicht extra nochmal abluten. Ich wollte hier den Eingang gleich wieder frei machen. Denn ich nehme an, früher oder später müssen wir sowieso wieder raus. Und da
hätten die Viecher dann eh auf uns gewartet. Von dem hier hat's gerade gut ins Konzept gepasst, weil wir gerade herunter in der Gasse waren. Okay, konnten wir die Quest auch gleich abschließen? Oder gleich annehmen in dem Fall? War hier? Nein. Das hat nur so gewirkt. Yeah. Oh, ihr seid's wieder. Wie lief's denn? Habt ihr die Zeugel beseitigt? Right. Ja, wir haben sie mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Ihr solltet dort jetzt wieder lang gehen können. Sehr gut. Das erleichtert mich enorm. Danke, dass du dich drum gekümmert hast. Guter Mann. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich wünsche euch allen eine sichere Reise. 800 Gold und 210 FP. Dankeschön. Ausreichend FP gesammelt. Ah. Blödsinn. Manche Sachen werde ich mir nie merken. Nö. Hä? Ach so. Erhöhter Schaden an Schwachpunkten. Ja, das wäre auf jeden Fall nett für die großen Gegners. AL wiederherstellen, perfektes Ausweichen, erhöhte maximale AL. Verteidigung. Hatte seine Schwachschläge aus. Gefällt mir. Würde ich jetzt mal markieren. Nein? Und. Nein, okay. Passt. Dann wieder rauf mit uns. Lalalalala. Lalalalala. Hallo, Leute. Sorry. Verzeihung, ich muss hier durch. Lassen Sie mich, Arzt, ich muss hier durch. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Egal. Ihr habt gewusst, was ich meine. In die Gasse brauchen wir also nicht mehr. Das heißt, wir wenden uns wieder unserer Quest zu. Klopf, klopf. A spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky, even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Hmm. Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Lightmaster Core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. Jo, sehe ich auch so. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cislodia ages ago. But apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cisloden and covered the whole realm. Okay. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! That's Zephyr's son. Wir doch. Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this.
Are you kidding? He's practically gift wrapped for us. Falle. Hey, what are you? I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh, yeah. Easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the Bright Eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you... Ouch. What the... Damn you! Schwerer Fehler. Word to the wise, people like you Enough. Make me... Look, I don't know what happened between you and your father, but what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight, but he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind... I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Ouch. Thank you. You Gar did the right thing. Nicht gut. Gar nicht gut. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. Brrr. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menik. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. So, I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renans use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renans cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Renna. Ah, all right, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing.